Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von, ja, einer neuen Serie. Zur ersten Episode eigentlich, die Pilotfolge einer neuen Serie, der Abschlussserie für FIFA 17 Ultimate Team hier auf dem Kanal. War schon wieder viel zu langer Start, ist mir aber egal. Heute geht es um eure Chance, gegen mich zu spielen. Ich hätte andauernd Anfragen, Max, komm, wir spielen jetzt mal gegeneinander. Max, komm, wir machen jetzt mal ein Spiel gegeneinander. Und ich sage immer, nee, machen wir nicht, weil ich spiele so wenig FIFA, nur noch zum Aufnehmen, aber das kann man ja kombinieren. Man kann ja das so machen, dass ich spiele, aber gegen euch und das aufnehme. Und ich habe mir eine kleine Serie ausgedacht zum Abschluss von FIFA 17. Die Idee ist nicht hundertprozentig ausgereift, kann sein, dass es sich während der Serie nochmal ändert, aber an sich steht die Grundidee und die werde ich heute präsentieren. Ganz, ganz wichtig zunächst einmal, wenn ihr Bock habt, wenn euch das gefällt, ballert auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Pusht das Video. Ich würde mich darüber freuen, damit die Leute, die das nicht wissen oder eventuell einfach heute mal nicht auf meinen Kanal gucken, das auch sehen, dieses Video, ja? Ich meine, gut, ich werde niemals trenden, aber vielleicht können wir es ja schaffen, dass ich mal zumindest in den Abo-Boxen auftauche. Also liked einfach mal. Ich würde mich drüber freuen. Videobeschreibung könnt ihr auch auschecken. Links zu Hyde, ihr wollt 6% Rabatt bekommen als Gaming TV, eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Dazu natürlich zu meinem Merchandise und zu meinen Social Media Links und die sind important hier. Die Tiernen important hier? Keine Ahnung, die sind extrem wichtig. Die haben große, große Bedeutung. Denn, wenn ihr teilnehmen wollt, wenn ihr gegen mich spielen wollt, wenn ihr Teil dieser Serie sein wollt, müsst ihr auf Facebook aktiv sein und meine Seite geliked haben, damit ihr die Posts seht, unter denen ich die Gegner aussuche. Das heißt, alle auf Facebook, alle liken, MaxGamerTV heiße ich da. Ich werde da sowieso wieder aktiv werden. Das heißt, ran da, ran an den Speck und sucht euch da einfach mal meine Seite und liked die. So, wir haben Brozovic verkauft. Das ist so ein bisschen die Vorlage. Ich verkaufe gerade noch so ein paar Spieler, denn ich möchte, ja, ein letztes Team, beziehungsweise eins der Teams, um die es geht, so ein bisschen nochmal pushen. Okay, ich erkläre euch die Grundidee, ja? Ist relativ easy. Ach ja, IG wollte übrigens gerade zur Team of the Season Zeit. Ich denke mal, ist relativ klar. Momentan war das Bundesliga-Team of the Season. Ich weiß auch, ob das morgen noch da sein wird. Und ich rede schon wieder zu schnell. Beruhige mich jetzt auch mal, aber checkt das auf jeden Fall mal aus. So, folgendermaßen. Ich habe mir gedacht, es gibt auch nichts Schöneres, als wenn wir so ein bisschen einen Plot-Twist da reinbringen, ja, nicht nur, dass ihr gegen mich spielt oder so, sondern dass ihr auch theoretisch die Gelegenheit habt, mich richtig zu zerstören, weil ich weiß, viele von euch, die, ich könnte jetzt natürlich immer PSN gut haben und so weiter weggeben, aber nein, das, da habe ich nicht die Mittel für, ja, da habe ich die Möglichkeiten für und ich denke, das ist auch nicht so schlimm, aber trotzdem gibt es ja immer wieder welche von euch, die mir sagen, du bist so schlecht und ich würde dich so zerreißen, jetzt habt ihr die Chance und ihr habt sogar teilweise die Chance, theoretisch, das richtig heftig zu machen, ja, gegen richtig schlechte Teams, beziehungsweise gegen schlechtere Teams als eure. Ihr habt keine Restriktionen, ihr könnt mit Teams spielen, wie ihr möchtet. Ich starte mit dem mittleren Team. Ich habe 5 Teams gebaut. Ich starte mit dem mittelbesten Team und werde, wenn ich gewinne, mit dem nächstbesten spielen dürfen. Wenn ich wieder gewinne, mit dem nächstbesten Team. Und wenn ich damit gewinne, fange ich wieder in der Mitte an. Na? Wenn ich verliere, gehe ich zum nächstschlechteren. Wenn ich verliere, gehe ich zum nächstschlechteren. Wenn ich unentschieden spiele, bleibt es übrigens, ist logisch. Aber ich komme von diesem letztschlechteren nicht weg. Ja, das heißt, wenn ich auf diesem schlechten Team bin, es ist ein Bronze-Team, zeige ich euch gleich, und dann die ganze Zeit verliere und ihr mich die ganze Zeit 10 auseinandernimmt, dann muss ich weiter damit spielen und werde natürlich versuchen, irgendwie da rauszukommen. Ist quasi Beat Me If You Can. Ich habe keine Ahnung, ich werde mir überlegen, wie ich die Serie nenne, aber irgendwie sowas sollte das sein. Übrigens, seid mir irritiert, meine Nase ist rot, weil ich einen Sonnenbrand habe. Ja. So, ich stelle die 5 Teams vor. Und zwar haben wir da zum ersten Mal Beat Me Bronze. Und das Team sieht so aus. Haben wir im Tor Sattelmeier, davor haben wir Anton und Timo Hübers, links Lüthi, rechts Pecorini, dann Pinocchi, Pichinocchi, im zentralen defensiven Mittelfeld, rechts Tremolada, links Matthys, vorne Sabatini und Lookman und Calvert-Levin in der Sturmspitze. Sieht dann im ziemlich guten Bronze-Team aus. Ich habe jeweils 3 Wechselspieler. Ich darf wann wechseln, wann ich will. Ich kann theoretisch auch zum Start direkt wechseln. Allerdings habe ich hier Castrati, Ojo und KDWere, die 7-Minute-Squad-Legende. In dem Fall werde ich, oder habe ich nicht geplant, direkt zu wechseln, irgendwie am Anfang oder so. Ich denke mal, das Team sieht so schon mal ganz nice aus. Wie gesagt, das ist das schlechteste Team. Das zweitschlechteste ist logischerweise ein Silber-Team. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Beat Me Silver heißt es, ist denke ich mal relativ deutlich. Und das hat keine volle Chemie. Ja, das heißt, es ist schon mal deutlich schlechter. An sich kann so ein Silberteam ein vernünftiges Goldteam oder ein normales Goldteam schlagen. Aber weil ich hier bei meinen Innenverteidigern keine Chemie habe, haben wir das ausgeglichen. Im Tor habe ich hier Lopez, davor Wilson und David. Rechts Fedetski, links Skjelvik, dann auf der 6er Position Arta und Teixeira, davor Obinna und Sahid, Team of the Season. Vorne drin Joshua King und zwar die Inform-Variante und Ikechukwu Uche. Uche auf jeden Fall. Sehr, sehr nice Silberteam an sich. Kommt nicht auf volle Chemie, ist ein bisschen ärgerlich, aber ist sehr, sehr nice in meinen Augen. Und ich denke mal, dass ich damit einiges an Spaß haben werde. Ich hoffe es zumindest, ja. Wäre natürlich schön gewesen, hätte Bournemouth jetzt einen spanischen Innenverteidiger gehabt. Oder hier Meppen,
in Republik Irlandischen, in Irischen, aber ist nicht der Fall, dementsprechend keine Chemie. Wechselspieler sind hier Achraf Lazar von Newcastle, kennt ihr eventuell aus dem Karrieremodus, Plata, der unglaublich schnelle und kleinste Spieler FIFA 17 und Ojija Ofue, eine Legende, was Silberspieler angeht, mittlerweile nicht mehr so stark, aber trotzdem immer mit einem Spieler im Tor bisher für mich, von daher warum nicht. Sieht sehr nice aus, ich bin gespannt, wie ich damit spielen kann. Trainer ist Pep Guardiola, wir kommen zu Team Nummer 3 und das ist Beat Me Gold, ja, BB Gold sieht so aus, kein einziger Spieler mit einem Rating von über 80 oder 80, alles unter 80, Chesney im Kasten nicht geupgradet, dann Rüdiger, Durm, dann haben wir Orban, Kaifara, Forsberg, Keita, Hazard, Musonda, Iheanacho und Leroy Sané. Muss ich nicht viel zu sagen, sind relativ gute Spieler, sind schnelle Spieler, sind Spieler, die auch als Non-Rare relativ beastig sind, die gute Stats haben, Allround-Stats haben. Ich denke mal, dass das Team gar nicht so schlecht sein wird. Das ist das Starter-Team, ja, mit dem spiele ich das erste Spiel. Das heißt, derjenige von euch, der als erstes in dieser Serie gegen mich antreten wird, wird dieses Team als Gegner haben. Wie gesagt, schaut auf Facebook vorbei, wenn ihr die Chance haben wollt. Wenn er mich zerreißt, dann wird das darauf hinauslaufen, dass ich im Endeffekt mit dem nächst schlechteren Team spiele, also mit dem Silberteam. Auch hier habe ich wieder drei Wechselspieler und zwar habe ich mir da Sanchez rausgenommen, Mané und Origi. Ist, denke ich mal, ganz in Ordnung, kann man so machen. Aber jetzt kommen wir zu den zwei besseren Teams und mit denen wird es ein bisschen schwieriger, mich zu besiegen, das kann ich schon mal sagen. Beat Me Ballo, das Team kennt ihr. Das ist nämlich das Balotelli-Team mit dem geupgradeten Belhanda mit der 86er-Karte von Balotelli. Mit ein bisschen Glück hole ich mir den Team of the Season, ich glaube auch eher nicht, weil ich theoretisch in dem heftigeren Team nochmal, ich möchte hier eigentlich nur Informs nehmen und keine Special Cards, also nicht irgendwie Team of the Season oder irgendwelche anderen Karten, ja. Das ist für das Ace Team, also quasi das A-Team, also das Ass-Team, Ace heißt ja Ass, Beat Me Ace heißt es, ja, da habe ich mir was überlegt. Genau, dafür möchte ich mir diese Karten aufheben, auch wenn da tatsächlich nur, nee, es sind andere drin, ja. Also wir haben One to Watch und Inform in diesem Team und wie gesagt, keine Änderung im Vergleich zum ursprünglichen Team, abgesehen davon, dass hier der Upgraded Behandler mittlerweile steht, mit dem ich auch schon 28 Spiele gemacht habe und 31 Scorer. Glaubt mir, gegen dieses Team wird es nicht einfach sein zu bestehen, weil ich jetzt seit Anfang von über 17 spiele und mich sehr daran gewöhnt habe, ja. Und jetzt kommen wir zum Beat Me Ace Team und das sieht so aus. Oblak im Kasten, davor Varane, dann Pepe, hier haben wir rechts Fouquier, links Philippe Luis, auf der 6er Position Conte und Roberto Firmino, dann haben wir hier Costa, Oscar, auf der rechten Seite Dembele, Wants to Watch und vorne Aubameyang, aber das ist die falsche Karte, denn auch wenn ich Aubameyang ja nicht unbedingt so megamäßig mag, ich bin dann nicht der allergrößte Fan von ihm, habe ich mich entschieden, ich nehme die Team of the Champions League Dingsbums, Team of the Knockout Stage Karte. Ja, keine Ahnung, wie der funktionieren wird. Kann auch durchaus sein, dass ich den irgendwann durch den normalen ersetze und dann doch den Team of the Season Balotelli, wenn er kommt, wenn es den geben wird, in das Beat Me Ballo Team reinnehme. Aber das ist der Plan. Euch fällt hier aber eventuell auf, das ist nicht ganz so stark jetzt wie die anderen Teams, weil wir haben Fouquier und was macht Oscar da? Chemiegründe. Ich mache ja immer Nothing's Wasted und das muss halt auch hier so sein. Allerdings wird immer so gewechselt, dass Jesus von Anfang an auf die 10er-Position geht und Aurier geht auf die Rechtsverteidiger-Position. Als Superstar habe ich dann noch Proms, der alle Offensivpositionen bekleiden kann. Ich denke mal, auch das wird nicht sonderlich einfach. Ich darf diese drei Spieler nicht wechseln. Das heißt, egal was passiert, egal ob ich merke, oh, das Team ist defensiv zu schwach, ich brauche eigentlich mal ein Backup fürs zentrale Mittelfeld, darf ich nicht ändern. Das wird genau bei diesen Spielern bleiben. Ihr habt also die Chance, mich richtig auseinanderzunehmen. Wollt ihr sie nutzen? Liked bei Facebook. Die nächste oder erste richtige Episode wird irgendwann im Laufe der diesigen Woche kommen. Und ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Es ist, wie gesagt, die letzte Serie in FIFA 17. Das heißt, alle anderen Serien in FIFA 17 Ultimate Team, abgesehen von der letzten Episode Deal With, werden eingestellt. Und die gehen dann weiter bei FIFA 18. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Das Konzept steht. Und auch über das allgemeine Kanalkonzept habe ich bereits in der Newcastle-Karriere. Deswegen das Trikot habe ich hier noch an. Da habe ich ja schon gesagt, da werde ich nochmal ein genaueres Infovideo darüber zu machen. Weil hier wird sich ein bisschen was ändern. Gut, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr die Idee feiert, dann sowieso. Schreibt eure Meinung auch gerne in die Kommentare. Checkt IGVolt aus, abonniert den Kanal kostenlos und liked Facebook. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, passt auf euch auf. Macht's gut und haut rein. Und ciao.